Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete. Bereits im Mai vergangenen Jahres hat sich das Kabinett auf Eckpunkte einer Novellierung des Landesbeamtengesetzes verständigt. Nach langen und intensiven Gesprächen und Erörterungen liegt dem Landtag nunmehr eine Gesetzesnovelle im Entwurf vor, mit der diese Eckpunkte in geltendes Recht umgesetzt werden sollen. Wir wollen damit das Beamtenrecht an die Erfordernisse der Zeit anpassen und Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft geben. Ich will auf einige der vorgesehenen Änderungen eingehen. Dazu gehört zunächst eine weitere Vereinfachung des Laufbahnrechts. Bisher können Beamtinnen und Beamte im Wege eines sogenannten Verwendungsaufstieges in das Anfangsamt einer höheren Laufbahn befördert werden. Das ist jedoch mit aufwendigen und komplizierten Verfahren verbunden. Außerdem dürfen die so beförderten Beamtinnen und Beamten nach den bisherigen Regelungen lediglich eingeschränkt verwendet werden. Das passt nicht mehr in die Zeit. Und es ist im Übrigen auch diskriminierend, weil nur älteren Beamtinnen und Beamten diese besonderen Beförderungsmöglichkeiten vorbehalten sind. Deshalb soll an die Stelle des Verwendungsaufstiegs die Möglichkeit der Beförderung in sogenannte Verzahnungsämter erfolgen. Damit können besonders leistungsstarke Beamtinnen und Beamte künftig ohne die zuvor beschriebenen Einschränkungen in ein höheres Endamt ihrer Laufbahn befördert werden als bisher. Diese Ämter entsprechen in der Bezahlung denen, die bisher beim Verwendungsaufstieg zu erreichen waren. Eine weitere wichtige Neuerung ermöglicht einen erleichterten Personalaustausch zwischen den brandenburgischen Kommunen und der Landesverwaltung sowie der Landesregierung. Nach geltendem Recht müssen Beamtinnen und Beamte, die ein kommunales Wahlamt antreten, aus ihrem bisherigen Amt beim Land entlassen werden. Künftig sollen Rechte und Pflichten aus dem bisherigen Beamtenverhältnis beim Land lediglich ruhen. Nach Beendigung des kommunalen Wahlamtes ist künftig daher grundsätzlich eine Rückkehr in das frühere Amt möglich, wenn dies gewünscht wird. Damit setzen wir zugleich einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. Zugleich schaffen wir eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich künftig mehr qualifizierte Landesbedienstete auf Funktionen in unseren Kommunen bewerben können. Wir verbessern die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten im Übrigen auch durch den Gesetzentwurf dadurch, dass Schutzregelungen aus dem Gendiagnostikgesetz, das bisher nur für Arbeitnehmer gilt, nunmehr auch für die Beamtinnen und Beamten Anwendung finden sollen. Und schließlich enthält das Änderungsgesetz als Signal zur Förderung der Vielfalt in der öffentlichen Verwaltung eine Neufassung, die auch auf ein Gespräch mit den Gewerkschaften zurückzuführen ist und die den Dienstherrn noch konkreter als bisher dazu anhält, Vielfalt in der öffentlichen Verwaltung zu fördern. Meine Damen und Herren, natürlich ist das der zentrale Punkt dieses Änderungsgesetzes, dass wir vorschlagen, die Neuregelung der Pensionsaltersgrenzen für Beamtinnen und Beamte. Wenn ich eingangs davon gesprochen habe, dass Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft gefunden werden mussten, betrifft dies auch und gerade den demografischen Wandel und dessen Konsequenzen für den öffentlichen Dienst. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch im öffentlichen Dienst des Landes und der Gemeinden, gilt das höhere Renteneintrittsalter bereits jetzt durch bundesgesetzliche Regelung. Die Bevölkerung hätte wohl kein Verständnis dafür, wenn die große Mehrheit der Beschäftigten im Land jetzt und in Zukunft länger arbeiten müsste, bei Beamten aber alles so bliebe, wie es ist. Dafür sehe ich auch persönlich keinen sachlichen Grund zur Differenzierung. Ich bin mir sicher, dass das nachvollziehbarerweise keine Jubelstürme auslösen kann bei den betroffenen Beamtinnen und Beamten.
Aber ich hoffe, dass dieses Verständnis dafür, dass die Gruppen vergleichbar behandelt werden müssen, doch vorhanden ist. Und mein Gefühl ist es, dass es aufgrund der langen Gespräche, von denen ich schon erwähnt hatte, dass dieses Verständnis zumindest gewachsen ist. Die Regelaltersgrenze wird nach dem Entwurf beginnend ab 2014 stufenweise bis zum Abschluss im Jahre 2029. Das ist also noch eine sehr lange Zeit. Das muss man auch immer wieder betonen. Es geht nicht darum, von jetzt auf heute etwas zu ändern. Bis 2029 wird die Regelaltersgrenze um 2 Jahre auf 67 Jahre angehoben. Vergleichbar zu dem, was bei anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bereits bundesrechtlich gilt. Auch die bisher pauschal und einheitlich auf das vollendete 60. Lebensjahr abgesenkte Altersgrenze der Polizisten, Justizvollzugsbediensteten und Feuerwehrbeamten wird angehoben. Auch hier wurde nach intensiven Diskussionen eine sachgerechte und den besonderen Belastungen dieser Kolleginnen und Kollegen entsprechende Lösung gefunden. Und ich möchte betonen, ich nenne das nicht nur so, weil der Entwurf jetzt hier auf dem Tisch liegt und ich ihn vertreten muss, sondern ich stehe auch persönlich voll und ganz hinter diesem Vorschlag, der da auf dem Tisch ist. Der sieht aus folgendermaßen, dass für den mittleren Dienst künftig das vollendete 62. Lebensjahr die besondere Altersgrenze sein soll. Wohlgemerkt, ich rede über Polizisten, Justizvollzugsbedienstete, Feuerwehrbeamte. Für den gehobenen Dienst soll die besondere Altersgrenze auf das vollendete 64. Lebensjahr angehoben werden. Es wird den Beamten aber unter einer Reihe von Voraussetzungen möglich sein, bis zu 24 Monate früher in den Ruhestand zu treten. Das ist dann insbesondere der Fall, wenn Sie Zeiten vorweisen, in denen Sie besonderen Belastungen ausgesetzt waren, beispielsweise besondere Schichtdienste oder Tätigkeiten bei den Spezialkräften. Für den höheren Dienst soll die besondere Altersgrenze auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben werden. Auf Antrag können nach dem Gesetzentwurf Vollzugsbeamte aber auch künftig bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres, also der jetzigen Altersgrenze, vorzeitig in den Ruhestand treten, dann aber unter Hinnahme entsprechender Versorgungsabschläge. Meine Damen und Herren, insgesamt liegt Ihnen ein bereits ausführlich mit den Berufsverbänden diskutiertes und aus Sicht der Landesregierung insgesamt faires und ausgewogenes Gesamtpaket vor, das auf eine Umsetzung zum 1. Januar 2014 ausgelegt ist. Ich möchte Ihnen abschließend für die parlamentarischen Beratungen aber noch einen Gesichtspunkt ans Herz legen. Im Gesetzentwurf fehlt aus zeitlichen Gründen, den hätten wir sonst nicht rechtzeitig heute einbringen können, ein Ergebnis der Gespräche zwischen den Gewerkschaften und der Landesregierung aus der Zeit kurz vor der Sommerpause. Das Ende Juni vereinbarte besondere Teilzeitmodell für ältere Beamtinnen und Beamte in den Vollzugslaufbahnen, was ich ebenfalls für einen sehr guten Vorschlag halte. Es fehlt aber leider noch in diesem, aus formellen Gründen, in diesem Gesetzentwurf. Nach diesem Vorschlag sollen die Kolleginnen und Kollegen schon 2 Jahre vor dem künftigen späteren Pensionseintritt etwas kürzer treten können und ihre Arbeitszeit auf 80% bei 85% der Nettobesoldung ermäßigen können. Vielleicht gelingt es, frage ich jetzt an die Damen und Herren Abgeordneten, die vorgelegten Grundsätze und Vorschläge entsprechend noch zu ergänzen in den parlamentarischen Beratungen. Das würde ich sehr unterstützen. Im Übrigen hoffe ich aber, dass der Entwurf auf die Zustimmung des Hauses stößt und ich sehe mit Spannung den Beratungen entgegen. Vielen Dank.